Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Aussitzen Deluxe 2.0. Kommst du nicht zum Festival, kommt das Festival zu dir. Die Neustadt auf deiner Couch. In deinem Wohnzimmer. Im April, Mai und Juni, immer Montag bis Freitag auf Coloradio oder YouTube. Radio Z präsentiert Fembreak, feministische Hörsplitter auf der 95,8. Liebe Birdie, durch das patriarchale System haben meist Männer einen Überschuss an Privilegien. Wenn diese Männer dann Situationen erzeugen, die für wenige privilegierte Menschen schädlich sind, nennt man das toxische Männlichkeit. Als ich in meinem Freundinnenkreis nachfragte, welche Arten der toxischen Männlichkeit ihnen andauernd und immer wieder widerfahren, sind zwei Antworten immer wieder und andauernd wie aus der Pistole geschossen gekommen. Mansplaining und Catcalling. Mansplaining vor allem in ganz alltäglichen Situationen. Zum Beispiel, eine Frau ist mit ihrem Freund unterwegs und sie fragt einen Passanten nach dem Weg. Und dieser Mann erklärt dann nicht der fragenden Frau, sondern dem männlichen Part des wegsuchenden Duos seinen Wissensvorsprung in der Kartierung der Welt. Der hatte aber gar nicht gefragt. Vielleicht interessiert es ihn auch gar nicht oder er hat einen Orientierungssinn wie ein Golfball. Egal. Trotzdem, dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist, dass dem Mann in einer patriarchalen Gesellschaft ganz bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden. Stärke, Klarheit, Durchsetzungsvermögen und natürlich Orientierungssinn. Der Frau hingegen werden eher Skills wie Gefühle zeigen oder Gefühle zeigen zugewiesen. Deswegen scheint es mehr als logisch, dass der Mann mit dem Wissen es dem anderen Mann ohne Wissen erklärt und somit die Strukturen des Patriarchats weiterführt. Und jetzt kommst du ins Spiel, Birdie. Lass doch einfach mal diese Denkmuster durchbrechen, sie entlarven, darüber reden und das Handeln verändern. Lass doch auch mal andere Männer ansprechen, wenn sie toxische Männlichkeit wie einen wohlgeölten Sport betreiben. Und dabei ist dieses Mansplaining vielleicht noch die harmloseste Art der toxischen Männlichkeit. Viel intensiver, entwürdigender und gewaltvoller ist das Catcalling. Was fällt uns Männern eigentlich ein, Frauen und Transpersonen immer wieder in Situationen zu bringen, in denen sie sich schlecht fühlen, bedrängt fühlen und belästigt fühlen, weil wir Männer sie immer wieder Schlechtes fühlen lassen, wir Männer sie bedrängen und wir Männer sie belästigen. Wir rufen ihnen auf der Straße nach und kommen ihnen vielleicht noch körperlich nahe und verwechseln eine offensichtliche Gewalttat mit Flirten. Vielleicht kommt uns endlich mal in den Sinn, dass wenn es einem Menschen, mit dem wir flirten wollen, nicht mindestens genauso daran gelegen ist, auch mit uns zu flirten, dass wir es nicht als Schwäche oder Makel auslegen. Wenn wir keine Resonanzen zwischen den Körpern spüren, dann lass uns doch einfach mal die Gegebenheiten der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse respektieren und akzeptieren. Wenn unsere Gegenüber sich nicht mindestens genauso wohl fühlt wie wir, wenn wir eine Kommunikation starten, dann können wir auch einfach aufhören oder erst gar nicht damit beginnen, weil es macht erst dann Spaß, wenn beide Spaß dabei empfinden. Lass uns doch einfach immer wieder bewusst werden, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, in der der Mann immer noch unglaublich privilegiert ist. Lass uns doch das System immer wieder hinterfragen und uns denken und handeln immer wieder schärfen, justieren und keine Angst haben vor neuen Ideen, die ein Zusammenleben für alle erleichtern. Denn es geht nicht gegen den Mann, es geht für uns alle. Liebevoll, dein Birdie. Radio Z präsentiert Fembreak. Feministische Hörsplitter auf der 95,8. Achtung, Achtung! Die
Die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Gestalt, und man darf wohl sagen, seit Jahrtausenden, beruht nicht, wie seit Aristoteles ideologisch unterstellt wurde, auf Anziehung, auf Attraktion, sondern auf der Verfolgung des je eigenen Interesses gegen die Interessen vieler von anderen. Und das hat im Charakter der Menschen bis in ihr Innerstes hinein sich gemacht, was dem heute widerspricht,
der Hirtenkrieg der sogenannten Lonely Crowd, also der einsamen Menge, das ist eine Reaktion darauf, ein sich zusammenrotten von Erkalteten, die die eigene Kälte nicht ertragen, aber auch nicht zu ändern können. Jeder Mensch ohne Ausnahme, und ich glaube wirklich, diese Verallgemeinerung ist streng erlaubt, jeder Mensch heute fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlichen Solistenkonkurrenten, die ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alles zu sein und keine sich geht. Verloren haben, die sind eben wirklich die Produkte der Welt, in der wir leben. Thank you.
können gar nichts dafür, dass ich sie scheiße finde. Das liegt daran, dass ich mich selbst nicht mag. Ja. Auch dass ich scheiße finde, aber sie ist keine Schuld. Generation Z. Sie hatten uns echt lieb und hatten uns ins Bett.
viel für viel zu wenig Leute. So war das früher. Speaking in the rain. Ja, ich höre es schon, ja. Was ist denn das für ein Mai? Das ist doch nicht, jetzt regnet es mal schön im Mai, alles wird total fett und grün und warm wird es dann auch noch und das passt Ihnen auch wieder nicht. Ich habe ja das Gefühl, man kann es hier niemandem recht machen. Jetzt habe ich so ein schönes Wetter organisiert, also für die Natur jetzt. Wasserstand, Grundwasser und alles. Und vor allem für die Bäume. Denn so einiges an Laubbäumen hatte schon arge Probleme in den letzten Jahren. Ob des geringen Grundwasserspiegels. Und so langsam fing die Gegend um Halle an zu verstecken. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr anders. Und wäre damit vielleicht auch förderlich für das Erscheinen des ein oder anderen Exemplares unseres Vogels der Prä. Denn der mag alte Laubwälder, eigentlich im Wesentlichen alte Buchen, alte Eichenwälder und das eher im Süden und Südosten Europas. Kommt aber auch im Osten Polens vor. Also Białowieża haben Sie vielleicht schon mal gehört, ne? Einer der letzten großen Urwälder, also primären Wälder von Europa, gibt es ja nur noch in Rumänien und in Ostpolen und ansonsten so ein paar kleine Fleckchen. Bayerischer Wald und so, ne? Da kommt er vor. Unser Vogel der Woche ist so ein kleiner Fliegenschnapper. Einer aus der Familie der lustigen kleinen Rotkehlchen, großen Vögel, die so in den Spitzen der Bäume sitzen und immer mal starten, um ein Insekt zu jagen. Und dann wieder zurückkehren auf ihre kleine Warte. Und dabei sehen sie sehr hübsch aus, diese Fliegenschnapper. Weil die haben auch so ein bisschen so einen gedrungenen Körper, sind jetzt nicht allzu lang. In diesem Rotkehlchen, ne? So Kehlchenschema, schön großen Kopf verglichen mit ihrem eigentlich kleinen Singvogel-Dasein. Und unser Vogel, der ist auch noch, zumindest was das Männchen angeht, sehr auffällig gezeichnet, hat eine rein weiße Unterseite und eine schwarze Oberseite und ein großes weißes Flügelfeld und noch so einen kleinen weißen Fleck am Wurzel, also das so, ja, zwischen Rücken und Schwanz. Und einen weißen Ring um seinen Hals. Die Rede ist vom recht seltenen, in Deutschland zumindest recht seltenen, Halsbandschnapper. Das ist ein naher Verwandter des Trauerschnappers, den hat man ja hier schon mal, der so ähnlich aussieht, dem fehlt aber der weiße Ring und auch dieser deutliche Fleck am Bürzel. Und der ersetzt ihn auch so ein bisschen im Süden. Also den gibt es von Italien, ostwärts, Bulgarien, stärkstes Vorkommen in Europa, in Rumänien. In diesen alten zusammenhängenden Wäldern, aber wie gesagt auch in Polen, Ukraine, dem westlichen Teil Russlands bis hinunter nach Vorderasien. Und in Deutschland, wie gesagt, recht selten. Es gibt so Inselvorkommen in Bayern, auch da, ne, zusammenhängend mit diesen Wäldern, auch entlang der Donau in Österreich, aber in Bayern entlang der Isar zum Beispiel und so ein kleines insulares Vorkommen auch in Baden-Württemberg.
Selbst im Saarland gibt es so eine kleine Insel von Halsbandschnäppern auf Gotland in Schweden. Aber das ist dann schon auch eigentlich so ein bisschen die Verbreitungsgrenze, denn normalerweise eher so Osteuropa, Ost- und Südosteuropa. Auf dem Zug kann man ihn schon immer mal sehen und auch hören. Also er macht sich recht deutlich bemerkbar. Brütet aber in unserer Gegend hier relativ selten. Also es kommt schon immer mal vor. Und da er auch in Konkurrenz zum Trauerschnäpper auftritt, gab es hier in Halle zum Beispiel auf der Abendinsel auch schon mal so eine Mischehe. Da ist es ja dann so bei genetisch unterschiedlichen Arten, dass die Kinder dann eher nicht fortpflanzungsfähig sind. Und Maultier haben sie schon mal gehört, ne? Esel und was ist denn das? Andere Pony? Pferd. Pferd und Esel, also Maultier. Gibt's immer wieder, aber kann keine Maultierkinder kriegen. Traurig das Ganze. Aber andererseits, ich überlege jetzt gerade, wie das so wäre. Gibt es eigentlich schon nachgewiesene Mischehe zwischen Homo sapiens und Menschenaffen? Das finde ich jetzt interessant, aber ich will das gar nicht weiter verfolgen, sondern wir sind ja bei unserem zarten, kleinen, niedlichen Halsbandschnäpper. Der ist Höhlenbewohner und deswegen auch eigentlich in Europa schon deshalb selten, weil ihm einfach die alten Bäume fehlen, weil es ja hier so eine intensive Forstwirtschaft gibt und so unberührte alte Laubwälder eben kaum existieren, sondern da werden ja immer die schönen alten Harthölzer rausgezogen und damit fehlen sozusagen die alten Bäume, die ihre Bruthöhlen anbieten. Und deswegen ist der Mensch da, wo es Leute gibt, die sich um so kleine Seevögel in Wäldern kümmern, darauf gekommen, dass man denen ja Bruthöhlen anbieten könnte. Und die wären auch dankbar vom sowohl Halsbandschnäpper als auch Trauerschnäpper angenommen, sodass hier zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder Sachsen-Anhalt diese Bruten, diese seltenen von Halsbandschnäppern dann in der Regel in solchen künstlichen Bruthöhlen stattgefunden haben. Naja, warum das jetzt mein Vogel der Woche ist, weil das genau die Zeit ist, in der sie den auch mal sehen können, auch im Brutkleid und so richtig schön. Gucken sie einfach weit nach oben in die Baumwipfel, wenn sie mal in so einem alten Wald unterwegs sind oder auch in einem alten Park, und halten sie Ausschau nach einem Vogel, der immer wieder zu seinem Sitzplatz zurückkommt. Dann könnte es sich, wenn er denn einen weißen Halsring hat oder eine solche Stimme hier, um den Halsbandschnäpper handeln. Eine echt fast schon tropische Erscheinung. Ich finde die wunderschön und wünsche Ihnen auch, den mal zu sehen, den Vogel der Woche. Ja, man kann auch ruhig bei Regen rausgehen, weil es ändert sich ja auch dauernd das Wetter. Dann steht man jetzt wieder wie ich im Trocknen, obwohl es gerade noch total gejoscht hat, wie man hier in Halle sagt. Oder ihr pisst? Ja, schönen Wechsel mal noch. So, viel dann, ne? Nee, Vogel, ja, aber viel Öl, sag mal. Ja, ich denke, es scheint an oder so. Ja, nee? Halt genau richtig. Du bist so porno, baby.
schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreit. Er schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Er schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Damit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt manch eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer, wir sparen, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht runter die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trinkt dich mit bleierner Kugel, er trinkt dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hängt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Ja.
Haben gestern in einem öffentlichen Statement mitgeteilt, sich scheiden zu lassen. Nun werden erste Details bekannt. Demnach sollen sich beide künftig das Sorgerecht für die Millionen per Corona-Impfung gechippten und ferngesteuerten Menschen teilen. Bislang steuerte und manipulierte das Ehepaar alle Geimpften gemeinsam. Eine Teilung des Sorgerechts dürfte zahlreiche Herausforderungen mit sich bringen. Bill und Melinda Gates zeichnen sich jedoch zuversichtlich. Wir sind uns unserer Verantwortung für die vielen willenlosen Geschöpfe, die wir erschaffen haben, natürlich bewusst, heißt es in einem öffentlichen Statement. Nur weil sie sich trennen, haben sie ihre Untertanen natürlich genauso lieb wie vorher
und wollen sich gemeinsam um ihre Gedankenkontrolle kümmern. Revolutioniert er mit diesem simplen Trick seinen eigenen Berufsstand? Ein Postbote aus Dresden hat herausgefunden, dass er täglich viele Stunden Arbeit einsparen kann, wenn er alle Briefe einfach in einen Postbriefkasten einwirft, anstatt sie mühsam einzeln zu verteilen. Die Zustellung seiner Briefe erledigt jetzt sein Arbeitgeber für ihn. Die bei der Post sind ja darauf spezialisiert. Insofern ist das viel effizienter, als wenn er das selber mache, so der Postbote. Ich hätte mir nur gewünscht, dass mir das schon am ersten Arbeitstag gesagt worden wäre, merkt er an. Dann hätte er sich einen Haufen Arbeit gespart. Einziger Haken, viele der eingeworfenen Sendungen landen einen Tag später wieder bei ihm. Aber zum Glück lasse sich seine Strategie beliebig oft wiederholen. Immer mehr Deutsche erhalten in diesen Tagen ihre Corona-Impfung. Doch ab wann greift eigentlich der vollständige Impfschutz? Darüber herrscht oft Verwirrung. Das Robert-Koch-Institut stellt nun klar, als vollständig immun gilt man erst, nachdem man ein entsprechendes Foto angefertigt hat und im Internet auf einer Plattform wie Instagram, Facebook oder Twitter gepostet hat. Wenn man sich in den sozialen Medien umschaut, sieht man, dass viele das bereits instinktiv richtig machen, so RKI-Chef Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz. Dennoch möchte er noch einmal ausdrücklich bekräftigen, dass der vollständige Impfschutz erst dann gilt, wenn man ein schickes Foto von sich mit Pflaster ins Netz gestellt hat. Wer dagegen auf das Teilen eines entsprechenden Bildes verzichtet, riskiere über kurz oder lang doch mit dem Virus infiziert zu werden und sich und seine Mitmenschen zu gefährden. Für eine Herdenimmunität brauchen wir eine Impf- und Selfie-Quote von mindestens 70%, so viele. Endlich gute Nachrichten. Das Oktoberfest 2021 kann entgegen aller Befürchtungen doch stattfinden. Die Organisatoren kündigten an, die Wiesen kurzerhand in mehrere Großraumbüros in München zu verlegen, damit Besucher vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sicher sind. Unser Hygienekonzept ist astrein. Fast während der gesamten Corona-Pandemie konnten in den Großraumbüros Menschen problemlos weiterarbeiten, während sonst praktisch alles zu hatte, erklärt Wiesenwirt Alfred Moserhuber. Das zeigt, dass sich das Coronavirus in Großraumbüros nicht verbreiten kann und daraus folgt zwingend, dass dann ja auch dort locker das Oktoberfest stattfinden kann. Immer neue Schreckensnachrichten erreichen uns derzeit aus Indien und anderen Ländern, in denen Corona wütet. Doch Rettung ist nah. Die neu gegründete Hilfsorganisation Querdenker ohne Grenzen fliegt seit dieser Woche in Krisengebiete, um den Menschen vor Ort zu erklären, dass Corona völlig harmlos ist. Der 48-jährige Gerd Böbler aus Stuttgart ist einer von insgesamt 50 professionellen Querdenkern, die letzten Sonntag mit einem gecharterten Flugzeug in Neu-Delhi angekommen sind. Die Lage vor Ort ist leider sehr schlimm, erklärt der ausgebildete Heilpraktiker und Telegram-Virologe. Die Leute hier wissen leider nicht, dass Corona völlig harmlos ist und sterben deshalb zu Tausenden. Was sie jetzt am dringendsten brauchen, ist jemand, der ihnen erklärt, dass das alles nur ein Trick der Regierung ist, um den Menschen Computerchips zu impfen und Kinder psychologisch kaputt zu machen. Dafür sind wir da. Finanziert werden die Querdenker ohne Grenzen von Spenden und Schenkungen in Euro oder Reichsmark. Soweit die Meldungen. Mehr Postillon-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillon.com. Heute gibt es jeden Tag Kartoffeln mit Quark.
du bist doch kein bescheuerter Student.